Wir haben jetzt gerade einen High Heels Workshop oder High Heels Kurs absolviert. Wie ist denn überhaupt die Idee gekommen, dass man sowas als Kurs anbietet? Ja, die Idee ist irgendwie einfach zu mir gekommen. Also eine liebe Freundin von mir, das war im Jahr 2015 noch, hat mir gesagt, hey, bei dir schaut das immer so toll aus, wenn du in High Heels gehst, kannst du nicht mal einen Workshop für uns machen? Und ich kam gerade von einer Tanzprobe, also ich war ja früher Tänzerin und habe viel getanzt und auch in den Schuhen getanzt und habe mir gedacht, ja, dann mache ich einen Tanzworkshop und habe einfach spaßhalber einen Workshop ausgeschrieben. Und da waren dann über 40 Damen da und ich habe mir gedacht, okay, da ist Bedarf da. Nur bin ich dann draufgekommen, die meisten wollten gar nicht Tanzmoves lernen in High Heels, obwohl das auch nett war und schön war. Aber sie wollten eigentlich Alltagsübungen lernen. Also wirklich, wie bewege ich mich im Alltag, wie stehe ich, wie gehe ich, wie mache ich das auf eine elegante, sichere und gesunde Art und Weise. Und so haben wir dann das Konzept Top in Heels entwickelt. An was genau lernt man in dem Kurs oder was sind so die Steps, die man irgendwie absolviert? Ja, in dem Kurs geht es darum, wir haben so ein 5-Schritte-Modell entwickelt, wo es einfach darum geht, in 5 einfachen Schritten quasi das Gehen in High Heels zu erlernen. Also das beginnt bei der Körperhaltung, geht dann hin über die Hüftbewegung, dann die Spurbreite beim Gehen, das magische Brustband und auch ganz wichtig, das Mindset. Also wie denke ich über mich, wie bewege ich mich durchs Leben,